Hallo zu Hause, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir wieder live sind. Mit einem sehr besonderen Programm, an einem sehr besonderen Ort, nämlich hier in der Alten Pumpe mit einem Fotografiekonzert mit Fotografien von Barbara Wolf. Und ich freue mich total, dass wir das machen dürfen. Das war übrigens gar nicht einfach, das alles einzufädeln, aber ich hoffe, dass alles jetzt so klappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Barbara Wolf ist auch da und auch Marc Babey ist da, der Galerist, der die aktuelle Ausstellung, genau diese Fotokollektion Metropolis, ist ja im Moment gerade in Berlin in einer Galerie, nämlich in der Kollektion Regard, und der Galerist ist da und es gibt auch ein Buch, Barbara Wolf, Metropolis, natürlich. Der Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr es kaufen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das müssen wir machen. Barbara Wolf versucht zu erreichen. Das ging eben genau über Marc Babey. Und das hat geklappt. Warum natürlich muss sie das unbedingt machen? Erstens haben wir schon mal ein Fotokonzert gemacht. Das war mit Fotos von Hein Gorni. Und dann, ihr wisst, als Stummfilmmensch Metropolis, das konnte ich natürlich nicht ungesehen lassen. Und ich finde, die Fotos beziehen sich tatsächlich auf den Film, außer einem Foto, was tatsächlich sich direkt auf Metropolis bezieht, aber sehr, sehr indirekt. Das sind Berlin-Fotos, guckt es euch gleich selber an. Vorher will ich noch ein paar Sachen sagen. Erstens, der Ort hier, die Alte Pumpe, gehört zum Radialsystem. Das Radialsystem, ihr kennt den Konzertsaal, Radialsystem ist nur eine Pumpstation gewesen von 12 und dieses ganze System pumpte das Abwasser aus Berlin heraus auf die Rieselfelder außerhalb von Berlin, und dieses hier ist das Radialsystem 7 und der Konzertsaal, wo wir sonst immer draus gestreamt haben, gehört dazu und dieser Raum auch. Das ist eben die letzte erhaltene Pumpe hier an diesem Standort. Und vielen Dank an Thomas Pahl, der diese Event-Location, Alte Pumpe, betreibt. Der Link ist auch unten, dass wir das hier machen dürfen. Also super, vielen Dank. Das war auch ein bisschen Rettung in höchster Not, aber einfach total klasse, großherzig, dass wir das hier machen dürfen. Es ist zwar saukalt, wir haben aber die Heizung ein bisschen anmachen dürfen, aber ich hoffe, die Finger bewegen sich gleich noch. Genau, danke auch an die Pumpe, die sozusagen den Konzertsaal und dieses Jugendkulturzentrum, die unterstützt uns weiter mit Rat und Tat und Kamera, also ein paar extra Kameras und so. Danke an Michael Clemens, mit dem ich das hier zusammen mache. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ihr Stummfilme guckt, denkt ihr dann, ja, das war ja während der Wirtschaftskrise oder ja, das war ja während der spanischen Grippe oder so? Wahrscheinlich denkt ihr das nicht unbedingt. Also ich denke das sehr selten, obwohl ich fast nur Stummfilme gucke. Genauso ist es jetzt, wenn man in 20 Jahren diesen oder in 100 Jahren diesen Stream gucken würde, wird man alle sagen, was hatten die für einen Kack-Haarstil, ja, Frisurenstil. Das ist ja total beknackt an den Anfang der 20er Jahre gewesen, weil die gar nicht denken, dass wir gar nicht zum Friseur gehen konnten. Ja? So ist es halt. Also wenn wir diesen Stream jemals damit sozusagen ein kulturelles, ein kunsthistorisches Denkmal schaffen, dann werden die Leute sagen, tolle Fotografien, aber die Frisuren, das ging überhaupt nicht. Ja? So ist es halt. Vielleicht habt ihr schon einen Termin. Ich habe tatsächlich einen gemacht. Ich habe einen Friseur angerufen und habe einen Termin gekriegt mit etwas schlechtem Gewissen. Aber mal gucken, dauert noch ein paar Wochen und dann sehe ich eigentlich genauso beknackt aus wie vorher auch, aber mit kürzeren Haaren. So, also so ist das. Es gibt jetzt erstmal ein Stück Klavier vorneweg, dann gibt es eine Ansprache von Marc Babey zu dieser Fotokollektion und dann gibt es genau jene Fotokollektion und die da ist diesmal relativ kurz für uns. Wer jetzt schon oft geguckt hat, weiß, also unter 2,5 Stunden geht eigentlich kaum was bei dem Bodmer. Das ist heute deutlich kürzer. Ich glaube, das eigentliche Zentrum, diese Fotovertonung, das sind ungefähr 25 Minuten so. Bisschen Rahmenprogramm draußen rum, also eine Stunde sind wir durch. Leicht und flockig hoffentlich, wobei die Fotos sind natürlich auch zum Teil ernst. Aber dann habt ihr noch was vom Abend und könnt noch Matrix gucken oder was weiß ich was. Oder irgendwas anderes unternehmen, essen gehen. Ja, wir legen los. Ich mache mal ein Einleitungsstück und dann ist Marc Babey dran. Viel Spaß.
das war der Versuch, Metropolis und die Maschine und heute zusammenzubringen. Also der Film Metropolis und den heutigen Abend mit dem Buch Metropolis. Jetzt freue ich mich, Marc Babay ist da, Galerist und Kunstbewahrer und ein ganz toller Mensch von der Galerie Kollektion Regard. Und er wird uns ein paar Worte zu dem Buch von Barbara Wolf sagen und der Fotokollektion. Dankeschön. Danke, Stefan, für deine Worte und deine Einladung, wieder ein Konzert mit Kollektion Regard zu machen. Das Konzert am 8. Mai letztes Jahr mit den Arbeiten von Hein Gorny über Hommage à Berlin ist großartig gewesen. Was wir als Experiment aufgestellt haben, basierend auf deiner Idee, hat funktioniert. Dieses Format, der Fotografie und Musik verbindet, finde ich sehr schön und spannend. Und du hast wirklich ein Talent, die Emotionen der Bilder mit den Emotionen der Musik zu verweben. Ich hoffe, wir können in Zukunft noch mehr davon machen und dass weitere Institutionen dieses Format aufnehmen werden. Lieber hätte ich es heute Abend im vollbesetzten Babylon gemacht, mit anschließender Buchsignierstunde und Apéro in der Kollektion Regard. Aber nein. Dass wir nun 10 Monate später immer noch nicht aus dieser Krise sind und sich die Lage für die Kulturschaffenden nur noch verschlechtert hat, ist einfach eine Katastrophe. Es wäre schöner und fairer, wenn Konzertsäle, Theatern, Museen und Galerien endlich wieder öffnen könnten. Die Ausstellung Barbara Wolf Metropolis ist dank der Finanzierung des Kunstfonds und des Programms Neustadt Kultur möglich gewesen. An dieser Stelle sehr herzlichen Dank. Die Ausstellung haben wir letzte Woche eröffnet und über 300 Personen haben sich bis heute schon die Eröffnung auf dem YouTube-Kanal der Kollektion Regard angeguckt. Dass in solche Zeiten solche Zahlen möglich sind, hätte ich nicht erwartet. Es ist eine große Freude, dass dich, Stefan, diese Bilder von Metropolis von Barbara Wolf so gefallen haben, dass wir heute wieder zusammen sind für ein neues Konzert. Die Bilder von Barbara Wolf sind eine tolle Inspiration. Sie zeigen uns das heutige Berlin. Das Berlin, was lebt und bebt in Vor-Corona-Zeiten und auch das stille heutige Berlin. Ihr künstlerisches Vokabular ist das der humanistischen Fotografie, aber es kann meines Erachtens auch zum magischen Realismus zugeordnet werden, dank der Vielschichtigkeit ihres Schaffens. Denn Barbara Wolf zeigt uns die Welt, wie sie ist, bei fast jedem Bild mit einer übergeordneten, wohlwollenden, respektvollen, teils unwirklichen, oft mit einer utopischen Dimension. Mit Fritz Langs Film ist diese Serie insofern verbunden, dass sie die Bauten, Verkehrsmittel und die Stadt und deren Interaktion mit den Menschen festhält und in Perspektive setzt. Dieser Ort, die Alte Pumpe, ist perfekt für diese Idee und ich möchte mich auch hier an dieser Stelle bei der Alte Pumpe sehr herzlich bedanken, dass wir das hier machen können. Dass diese Arbeiten von Barbara Wolf mit einem Smartphone entstanden sind, ist kaum zu fassen. Aber Barbara Wolf hat ein System der Sichtweise erschaffen und liefert auch noch wunderbare Silber-Gelatin-Abzüge, die Sie hoffentlich bald in der Kollektion Regard sehen können. Das wunderbare Buch Metropolis, was im Lunik Verlag erschienen ist, ist eigentlich für alle Berliner ein Must-Have. Unten können Sie auch mehrere Links finden, um Stefan von Bodmer eine Spende für sein Engagement und dieses Konzert zu machen. Machen Sie es am besten heute noch, dann vergessen Sie es morgen nicht. Es ist sehr wichtig, bitte helfen Sie. Merci, Stefan, für deine Idee und für die Musik. Thank you.
Thank you.
Ja, das war's schon. Ich hoffe, das hat jetzt einigermaßen geklappt. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeit, meine Emotionen im Zaum zu halten, weil das ja doch wahrscheinlich jetzt ganz andere Bilder sind als in einem oder zwei Jahren, weil wir so betroffen sind. Ne? Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt bin oder sozusagen ich drauf gucke auf eine künstlerische Sicht. Ihr könnt es unten drunter schreiben, würde mich freuen, wenn ihr euren Kommentar hinterlasst. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder uns, aber noch schöner ist natürlich, wenn es direkt unten drunter diskutiert wird, dann können alle daran teilhaben. Und was ich sehr schön an den Bildern fand und was ich Schwierigkeiten habe zu fühlen, ist, dass es irgendwie doch eine Fotoserie ist, wo wir alle in einem Boot sitzen. Und das finde ich ganz, ganz klasse, dass dir das gelungen ist, Barbara. Und das ist eben das, wo ich in letzter Zeit so Schwierigkeiten habe, das zu fühlen, weil ich eben das Gefühl habe, die große Gruppe der Menschen wird geschützt und dafür werden einige über Bord geschmissen. Das ist zumindest im Moment aus meiner Sicht der Fall. Denn die Theater sind deshalb geschlossen, weil sich da nicht viele Leute treffen, sondern weil sich da Publikum trifft. Während in der Fabrikhalle treffen sich genauso viele Leute, aber die arbeiten. So, das ist auf jeden Fall der Unterschied. Im Büro treffen sich Leute unter Umständen viel dichter, aber die arbeiten eben. Und das andere ist mit Publikum. Das verkennt ein bisschen, dass erstens da auch Leute arbeiten und dass das Publikum zum Produkt beiträgt. Und das ist doch irgendwie ziemlich schwierig, seit einem Jahr nicht arbeiten zu dürfen. Ich bin neidisch auf jeden, der arbeiten darf. Aber das will ich eigentlich gar nicht jetzt nochmal auskramen. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Passt auf. Corona gilt als Vorerkrankung, auch wenn sie leicht war, weil die Spätfolgen so komplex sind. Es fängt jetzt langsam an. Seit dem Mai versuche ich, Tagesspiegel und andere zu informieren, schicke den Studien. Jetzt kommt es langsam durch. Spiegel hat was gebracht, Tagesspiegel hat auch was gebracht. Die Spätfolgen sind so komplex, dass keine Krankenkasse ihre Kinder aufnehmen wird, wenn sie Corona hatten. Hoffentlich geht alles gut. Trotzdem ist das eine Konsequenz, die, finde ich, schwer erträglich ist, wenn der Grund, sie in die Schule zu schicken, ist, damit ich arbeiten kann. Das kommt jetzt von jemandem, der nicht arbeiten darf, darum sehe ich das ganz anders. Hätte ich wahrscheinlich vollkommen anders gesehen, wenn ich arbeiten dürfte, würde ich sagen, natürlich muss ich arbeiten, natürlich müssen meine Kinder in Präsenzunterricht. Jetzt, wo ich nicht arbeiten darf, sehe ich das vollkommen anders, bin ein bisschen außen vor und denke, nee, ich darf nicht arbeiten und ich verdiene auch nichts. Und das wäre bei den meisten Menschen, die nicht arbeiten, wenn sie die Konsequenz tragen würden, dann auch nichts zu verdienen, dann könnte man die Kinder auch zu Hause lassen und nicht noch kurz vorm Abi sich anstecken lassen. Dann können sie ihr Abi nicht mitschreiben, weil sie in Quarantäne sind, vermutlich ist die ganze Klasse in Quarantäne. Ich glaube, das bringt nichts. Und die Zahlen bleiben dann länger hoch und das wiederum führt dazu, dass wir länger nicht arbeiten dürfen. So ist im Moment die Emotion. Egal, ich freue mich auf nächste Woche. Dann versuche ich auch etwas weniger über Corona zu erzählen. Ich habe übrigens eine ganz schöne Studie gemacht mit meinem Bruder, aber das erzähle ich dann nächste Woche. Oder ich erzähle es jetzt doch diese Woche. Wir konnten mathematisch nachweisen, dass die explosive Entwicklung von Corona nicht erst im Oktober stattgefunden hat, sondern Mitte Juli. Ich hatte das sowieso schon immer behauptet. Wir konnten es aber mathematisch nachweisen. Die schnelle exponentielle Entwicklung hat sich zwischen Juli und Dezember praktisch nicht verändert. Das sieht man an den Grafiken nicht, weil man exponentielle Grafiken nicht so gut lesen kann mit bloßem Auge. Mathematisch kann man das sehr schnell feststellen und das müssen Wissenschaftler auch schon im Juli festgestellt haben. Das habe ich mal auf Facebook gepostet und dann schrieb mir tatsächlich jemand zurück, der war so beeindruckt, hat das seiner Ministerpräsidentin geschickt und die, aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund, hat tatsächlich geantwortet, ja, das stimmt, das war uns wirklich bekannt, wir hatten Angst vor amerikanischen Verhältnissen. Finde ich ehrlich gesagt zu wenig, also das Land mit 50.000 Toten zu überziehen. Nach dem ersten Lockdown haben wir gezeigt, wir wussten, wie es geht.
und haben das nicht gemacht und haben deshalb zugelassen, dass die Zahlen sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Vielleicht aus Wahlkampfgründen, vielleicht aus Dummheit, offenbar aber nicht ganz aus Dummheit, denn aus Angst vor amerikanischen Verhältnissen, zumindest bei dieser Ministerpräsidentin, finde ich schwer zu ertragen. Finde ich schwer zu ertragen. So. Egal, nächste Woche zeigen wir, was zeigen wir? Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne? Nächste Woche Dr. Jekyll und Mr. Hyde, passt ein bisschen zu dieser Stimmung. Von 1920 ein Stummfilm-Klassiker. Und es, wenn man so ein bisschen in den Foren rumliest, dann wird unter denen, die diesen Film überhaupt gesehen haben, das als die beeindruckendste Darstellung dieses Doppelcharakters Jekyll und Mr. Hyde in der gesamten Filmgeschichte gehandelt. So, das ist natürlich früher Film, das ist auch amerikanischer früher Film. Also diese Mystik, die in Faust zum Beispiel drin ist, dieses Verschwommene, dieses Mystische, ja, das konnten die Amerikaner Anfang der 20er Jahre nicht. Ja, das haben die erst gelernt, also die Traumfabrik, der Traumaspekt kam meiner Meinung nach erst, als die deutschen oder europäischen Regisseure rübergingen. Übrigens Murnau deutlich vor die Nazis, ne? Das war also nicht der Grund, sondern die haben einfach mehr geboten. Aber trotzdem, in dieser Machart, die sie früher in 20er Jahren in Amerika hatte, ist das ein herausragender Film, weil die gespaltene Seele, die da ja eigentlich sozusagen nach außen getragen wird, dass dieser Charakter zwischen der Tugend und dem Humanismus und seinen Versuchungen und seinen Abgründen keinen Kompromiss findet. Ja, das ist wirklich klasse dargestellt. Also offenbar so beeindruckend wie später nie wieder. Ich weiß das nicht, ich bin im Tonfilm nicht so bewandert, dass ich das jetzt beurteilen könnte. Ich finde den Film, aber das bleibt stehen, klasse. Und nächste Woche zeigen wir ihn, nächste Woche nicht Freitag, sondern Samstag, 19:30. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch unter dem Film. Oder noch besser, gebt uns auch einen Kommentar. Abonniert den Newsletter, denn wir haben keinen Werbeetat und haben aber ein spannendes Programm, auch wenn es nachher wieder losgeht mit echten Konzerten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr nicht mitkriegt, wenn ich bei euch in der Nähe spiele, ist, ich sag mal, sehr groß. Ja, Prozentzahl wissen wir nicht, aber sehr groß. Deshalb tragt euch in den Newsletter ein. Jetzt wo zu Corona gibt es den etwas öfter, aber nach Corona oder vor Corona gab es ihn ungefähr 8-mal im Jahr. Also das ist, glaube ich, keine Überhäufung. Und man kann ihn ja auch wegklicken, wenn man gerade keine Lust hat, ins Konzert zu gehen. Also tragt euch in den Newsletter ein, gebt uns einen Daumen hoch. Spenden würden wir uns sehr freuen. Spendenlinks sind unten angegeben. Wir haben den Flügel gemietet. Wir haben hier Kameras ohne Ende. Und wir beide haben quasi gar kein Einkommen. Die Corona-Hilfen gleichen nur die Kosten aus, nicht die Einnahmen. Das heißt, ich habe weniger als null, ne, weil ich auch Kosten sitzen bleibe. Das heißt, ich zahle jeden Monat was drauf. November- und Dezemberhilfe ausgenommen. Aber das geht übrigens allen so, Geschäften und so. Das Prinzip der Corona-Hilfen ist so, dass Kosten ausgeglichen werden. Ja, ich habe auch E-Mails gekriegt. Ich habe das mir schon mal gesagt. Ja, danke. Die neue Starthilfe habe ich auch gesehen. Da gibt es 7.500 Euro für 6 Monate. Das ist ein denkbar kleines Einkommen, wenn man bedenkt, dass man ungefähr 1.500 Euro Kosten im Monat hat. Da bleibt nämlich immer noch ein Minus übrig. Das heißt, das funktioniert nicht. Es geht nur entweder oder und es bleibt immer ein Minus übrig, egal so oder so. Und wenn man irgendwie bedenkt, dass wir gar nichts dazu getan haben, dann ist es auch insgesamt für 6 Monate 7.500 Euro im allerbesten Fall nicht für jeden Künstler ein super Einkommen. Ja, ich war mal auf einer Preisverleihung, da hieß es, der Künstler verdient, der Preis ist angesetzt mit 3.500 Euro. Davon kann ein Künstler 3 Monate leben. Das können nur Künstler? Ich finde das schwierig. Die Gesellschaft scheint sich einzuschwingen, nicht die Gesellschaft ist gemein, dass der im Moment entscheidet, dass Künstler irgendwie von Wasser und Brot leben können und das irgendwie hinkriegen und andere nicht. Nee, wenn wir in einem Boot sitzen, dann müssen auch die Lasten gleichmäßig verteilt werden. Nicht arbeiten zu können, ist schon psychologisch extrem schwer und dabei noch seine Rente aufzuessen, ist psychologisch noch schwerer. Deshalb, und da möchte ich jetzt nicht von mir selbst reden, denn ich habe ja eine Rente aufzuessen, aber da geht es einigen wirklich dreckig und ich kenne einige Leute, die sehr viel weinen im letzten Jahr, also tatsächlich laut, schluchzend auf dem Bett liegen und nicht wissen, wie es weitergeht. So, das ist jetzt gesagt. Ich finde, da muss die Gesellschaft einfach aufstehen und sagen,
Wir sitzen in einem Boot, wir verzichten auf Einkommen, damit andere nicht auf alles Einkommen verzichten müssen. Ja, verzichten müssen wir sowieso, aber auf mehr als 100% verzichten, finde ich zu viel. So, das ist gesagt. Wir sehen uns nächsten Samstag. Ich hoffe, ihr habt mehr Spaß, als ich jetzt im Moment euch die Laune verdorben habt. Denn das schöne Wetter und alles, man kann ja trotzdem ganz gut leben und irgendwann wird es auch besser. Die Zahlen, die Impfzahlen gehen hoch und hoffentlich gehen die Infektionszahlen deshalb runter. Und habt einen schönen Abend, genießt noch das Wochenende und wir trinken jetzt mit genügend Abstand noch einen Kaffee oder ein Bier. Hier in der alten Pumpe feiern wir in der Event-Location ganz alleine in der Kälte, weil wir gute Laune haben wollen, nachdem der Boot mal so einen Kack erzählt hat. So, habt es gut und nächste Woche sehen wir uns. Ciao, auf Wiedersehen und tschüss. Sonst sage ich immer, kommt gut nach Hause, ihr seid alle